Umgedrehtes Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine lieben Freunde, es geht weiter mit der 75-Euro-Einkaufsliste und zwar deine 75-Euro-Einkaufsliste. Ja, meine lieben Leute, man sieht schon, ich habe ein bisschen improvisiert. Wir haben hier einen Fuffi einfach mal halbiert. Das heißt, ja, die Hälfte 50 sind 25. Dann haben wir eine 75-Euro-Liste und was ihr mit den 75 Euro tatsächlich so anstellen könnt, ja, das seht ihr jetzt in dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück, ja, zur Vorstellung der 75-Euro-Einkaufsliste und zwar deine 75-Euro-Einkaufsliste. Ja, ihr seht schon, 50 und 25, 75 Euro. Und wer 75 Euro für Feuerwerk ausgeben kann, der macht auf jeden Fall nichts verkehrt und das ist auf jeden Fall schon eine stolze Summe. Ja, auch wenn ich von Lidl nicht bezahlt werde, die 75-Euro-Liste bezieht sich tatsächlich auch nur auf Lidl. Und ja, kann man halt einfach nicht viel verkehrt machen. Lidl ist halt ein sehr gutes Angebot. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, auch die 75-Euro-Liste tatsächlich nur auf Lidl zu beziehen. Ich kann euch sagen, die 100-Euro-Liste, da werden ja schon zwei Discounter drin sein. Aber guckt euch das Video an. Wir beginnen hier tatsächlich als erstes mit dem Leuchtspektakel für 3,99 Euro. Und wir nehmen uns natürlich klassischerweise noch eine Alligator mit für 3,99 Euro. Dann nehmen wir uns hier mal ein schön großes Raketensortiment mit. Und zwar nehmen wir das Arena of Rockets mit. Da haben wir 20 Raketen für 19,99 Euro. Und wir nehmen uns das Jewels of Sky mit für 17,99 Euro. Da haben wir ein schönes Batteriesortiment mit viel Kleinkram. Und natürlich klassischerweise die Elysium für 2,99 Euro. Die Verbündeten müssen wir bei dem Preis leider auch noch liegen lassen. Trotzdem haben wir ja schon schöne Batterien aus dem Set dabei. Wir nehmen uns aber auf jeden Fall auch nochmal die Hellboy mit. Ja, die kostet 4,44 Euro. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Black Eyes? Nee, den nehmen wir nicht. Das ist natürlich preislich sehr, sehr intensiv tatsächlich. Wir nehmen aber auf jeden Fall mal mit, damit ich schön viel Schuss habe hier. Die Happy Sky für 6,99 Euro. Auch das ein schöner Familienklassiker. Und weiter geht's. Was haben wir dann hier? Als nächstes auch noch ein schöner Klassiker. Die Laser, auch die nehme ich einmal mit für 2,99 Euro. Wir nehmen uns die Riesenfontäne mit hier, der Ocean of Lights für 5,99 Euro. Und jetzt fehlen uns aber irgendwie noch ein paar Kracher. Und zwar nehmen wir da wieder mit ganz klassisch das Kracher Inferno einmal und einmal die kubischen Kanonschläge. Ja. Dann sind 75 Euro auch schon ausgegeben, meine lieben Freunde, und zwar bei Lidl. Ich habe eine richtig schöne Liste. Ich habe dann ordentlich was an Leuchtfeuerwerk dabei. Ich habe schöne Raketen dabei. Ich habe aber auch Batterien dabei, ja, und das gar nicht wenig. Und ich habe was zum Knallen dabei. Also das gar nicht so verkehrt, meine lieben Freunde. Und das Ganze halt eben für sagenhafte 75 Euro. Ups, jetzt sind es 100. Nein, das sind natürlich nur 75. Wirklich eine sehr, sehr schöne Ausbeute. Nochmal der Hinweis, das ist eine von mir persönliche gestaltete Liste. Das heißt, das ist Feuerwerk, was ich mir kaufen würde, wenn ich 75 Euro zur Verfügung hätte. Und 75 Euro ist schon eine Menge Geld, von daher macht euch da nicht so den Kopf. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ja, meine Freunde, als nächstes folgt die 100-Euro-Liste. Und da werden wir dann schon zwei Discounter drin haben. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann guckt euch das Video an. Wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.